oh. Damit kommen wir zum Berggipfel, nicht wahr? Hinter diesem Berg liegt Alexandria. Oder? Bestimmt. Ich habe es auch ohne Zidane bis hierher geschafft. Jabadubadu! Hahaha, am besten ihr vergesst diesen nichtsnutzigen Kern gleich wieder. naja. Dann, ich weiß nicht recht. So, seid gegrüßt. Da draußen vor dem Bildschirm. Ja, irgendwie, na, ihr wisst, beim Laden. Was ist denn mit dir? Nein, ich will hier noch nicht. Ich will erstmal da drüben. Haben wir eigentlich schon? Nee, haben wir nicht, ne? Ich möchte erstmal diese Päuschen hier. Hallo? Das Südentor ist ein gigantisches Tor. Immerhin nimmt es einen ganzen Berg ein. Ja, aber falls ihr euren jetzigen Standort wissen möchtet, schaut einfach auf das Schild. Was für ein Schild? Moment. Ich muss aufs Schild schauen. Jetzt. Fräulein Lilly. Wir haben das Bordentor passiert und ja, befinden uns nun auf der Lindblumschen Seite der Bordenstation. Und ja, dann, das Südentor fällt zwar noch unter Lindblumsches Territorium, aber haben wir es erst einmal die Arbusbergketten hinter uns, dann befinden wir uns wieder im Königreich Alexandria. So sieht's aus. Hier ist unser Ziel, das Trinotor. Ja, dieser Weg bringt uns in die Stadt der Adligen, nämlich nach Trino, ne? Wollen wir uns mal anschauen. Also da unten ist Lindblum. Es ist ein riesig langer Weg, oder? Trino, die Stadt der Adligen. Was willst denn du? Wir gehen jetzt hier runter. Nee, gehen wir doch nicht. Lieber nicht zurück. Na dann. Alter, Nervensäge. Na, schaut euch nur um. Ja, wir kaufen Päuschen in rauen Mengen. Denn ihr seht, wir brauchen die. Wir brauchen noch mehr. Wir brauchen tausende. Ich glaube, wir haben welche verbraten, ne? Sinnloserweise. Diese Hai-Päuschen, ja, das tut mir jetzt schon ein bisschen leid. Wir belassen es mal bei 50. Hier nehmen wir mal nur zur Sicherheit. Nur zur Sicherheit. Ja, das weiß ich nicht. Wie viel wir hier brauchen. Na, das weiß ich auch momentan nicht. Lassen wir mal so. Hier nehme ich mal noch 4. Und dann dürfte es eigentlich reichen. Denke ich. So, das war alles, was du hattest. Und dafür machst du so einen Wind. Na dann. Los, gehen wir rauf. Hallo. Na, wollt ihr mit der Bergmia fahren? Mit der Bergmia? Ja. So ist es. Na dann, euren Passierschein bitte. Hier, bitteschön. Na dann, dankeschön. Heute ist wenig Betriebe. Könnt die Abfahrtszeiten sehr flexibel gestalten. Ja, da wir sowieso nicht mehr hin können, dann einfach los, oder? Na dann, bitte einsteigen. Wir werden in Kürze dann abfahren. Extra wegen uns? Schön. Mich hier bewegen? Tatsächlich. Hallo? Heute ist wirklich wenig los. Setzt euch bitte, wo es euch beliebt. Aha. Ich würde gerne hier hin. Na, Steiner,
Lass uns hier hinsetzen. Wir werden in Kürze abfahren. Noch ein wenig Geduld, bitte. Ah, okay. Da draußen alles in Ordnung. Hier, Die Weichen sind gestellt. Ach nein, hier gibt's ja gar keine Weichen. Halt! Noch nicht abfahren! Ach, gerade so noch erwischt. Puh. Oh, vielen Dank nochmal. Ich habe zu danken. So, alles festhalten. Der Zug, er fährt ab. Irgendwie fühle ich mich erleichtert. Ja, das ist ja nur zu verständlich. Es war in der Tat keine einfache Reise von Lindblom bis hierher. Was schockert denn hier so? Aber euer gekonnter Umgang mit der Weißmagie, ich muss schon sagen, euer ausgeprägter Orientierungssinn, der uns bis hierher geführt hat, stolze Leistung. Und eure grandiose Strategie mit den Schweißgurken, die Handlungsweise der Prinzessin ist geradezu ehrfurchtgebietend und natürlich famos. Ach, Steiner, ihr solltet mich doch nicht so nennen. Entschuldigt bitte. Lilly natürlich. Fräulein Lilly. Na, schon gut. Bei mir hat es auch etwas länger gedauert, nachdem mich Sedana auf meine Sprechweise hingewiesen hat. Wenn ich den Kerl nur höre, der war eine Frechheit in Person. Selbstsüchtig, trotzköpfig. Was ist denn das hier für ein Geschuckel und Geruckel? Oh ja, zugegebenermaßen, er war ein Mann der Tat. Ja, das muss man schon sagen. Aber dieses, undistanzierte Verhalten gegenüber der gegenüber euer Fräulein Lilly ist natürlich unverzeihlich. Seine Abwesenheit kann uns nur von Vorteil sein. Ja, denke ich zumindest. Oi. Na, kannst du aufstehen, mein Bester? Freya, kümmert euch nicht um mich. Rettet Bromezia. Rettet unser Königreich. Bora. Me. Schon wieder. Wer war das? Wer hat es gewagt, Bromezia zu überfallen? Ja, hier haben wir ein bisschen Probleme gehabt, ne? Leider. Da haben wir von der Gisa Maluke nicht alles bekommen, was wir gerne hätten. Ja, ich müsste mal kurz speichern. Bis zum nächsten Mal, Kubo. Kubibobo. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Was ist denn das? Hilfe! Ihr wollt mich doch hier veräppeln, oder? Ey, wartet. X-Menden-Sprung? Brauchen wir irgendein Item? Nee. Angriff auf ihn. Clown. Auch auf ihn. Oh, High Potion. Sehr schön. Oh, ein Blitz. Nee, geh nochmal auf ihn. Jetzt greifst du ihn mal an. Kannst du den schon fressen, mein Freund? Ja, nicht, oder? Der steht noch! Verdammt. Schon rein, oder? Greif mal ihn hier an. Meine Beste. Ah, warte, der muss schwächer werden. Vielleicht einfach mal ein Feuer drauf. Wir klauen mal was von ihm. Wäre schön, wenn du ihn so anschlagen würdest, dass ihn
unsere Quina fressen kann. Das wäre toll. Oh, Quina. Sag ja nicht gerne, aber... Ja, muss schwächer werden. Mach nochmal so einen kleinen Angriff. Ja, es ist ein bisschen diffizil hier. Ja. Versuch's nochmal. Wartet mal, müssen wir schon mal schauen. Ja, sehr schön. Level 3 Deflektion. Müssen wir mal reinschauen, was es ist. Quina, es wäre schön, wenn du mal aufsteigen würdest und deine MP, dass die sich mal ein bisschen... Oh, jawohl, die sind, glaube ich, schon ein bisschen nach oben, oder? Ich glaube, die braucht 64 oder irgend sowas. Quina, liebste Quina. Senkt bei Gegner... Oh, das ist gut. Deren Level ein Vielfaches von 3 ist. Woher weiß ich denn das? 64. 64. Da musst du noch ein bisschen was drauflegen, Mann. Freund, Alter, das ist aber... Das, ich hab mich so sehr, dass wir die High Potion hier verbraucht haben, ne? Das ist nicht schön. So, du musst unbedingt hier ein bisschen aufgerüstet werden. So, wo müssen wir denn überhaupt hier hin? Hier hin? Wahrscheinlich, ne? Was darf ich? Ich grinde trotzdem mal ein kleines bisschen hier. Ohne euch. Nur so ein kleines bisschen, bis wir mal ein Level zumindest aufgestiegen sind. Weil, ihr seht ja, also ich grinde nicht zu viel. Weil ich da auch gar keine Zeit dafür habe. Wenigstens ein bisschen. Hey. Ja, auch. Ach, das ist gut. Denn die dummen Jadestein? Ja, Jadestein. Ich weiß gar nicht. Nein, nicht nochmal. Hör auf. 99. Ja, den brauchst du gar nicht zu fressen. Denn... Nee. Denn der ist ja eh ungenießbar. Mampf. Mampf, Mampf. Ah, ich seh. Das ist noch kein Level, ne? Wieso haben wir nicht erst gerade noch 50? Hä? Hatten wir nicht gerade noch 50? So, ja, wir sehen uns dann wieder gleich. Ja, ist noch nichts passiert. Ich habe noch kein Level aufgestiegen. Noch kein Level aufgestiegen, aber ich habe da draußen was entdeckt. Nee. Ich habe da draußen was entdeckt. Und vor allen Dingen könnten wir nochmal bei Abilities reinschauen. Ne, bei Anlegen reinschauen. Genau. Wir können nämlich jetzt den Organic anlegen. Und können die Schwertziele... Oh, Zipfelmütze ist in Ordnung. Dann legen wir mal lieber wieder den Lederarmreif an. Bronzeharnisch brauchen wir noch. Ja, das Kristallschild braucht, glaube ich, jemand anderes. Können wir das auch mal ablegen hier? Wartet mal. Nee. Wie? Achso. Ablegen? Ich glaube, das bräuchte... Nee. Wartet mal. Haut den Lukas. Was bedeutet nochmal Haut den Lukas? Wartet, wartet, wartet. Haut den... Wo ist denn... Ach da. Haut den Lukas. Ach ja, erteilt Zustandsveränderungen, falls die Waffe solche Einstellungen... Eigenschaften hat. Das ist toll. Das ist
mehr oder weniger toll. Hat eigentlich deine Waffe auch eine Zustandsveränderung? Nö. Und deine Gabel? Ja, nicht. Ja, dann... Dann... Ja, aber das könnte es sein, dass zum Beispiel du noch eine mit Zustandsveränderung bekommst. Haut den Lukas. Und wie ist eigentlich... Moment. Ach, du hast schon. Nee, du hast einen Korallenring. Ach, einen Korallenring. Nee, dann nimm mal das Kristallschild. Wir müssen hier mal ein bisschen durch. Und du, Korallenring. Jawohl. Kannibale? Was war denn Kannibale? Jetzt muss ich schon wieder mal schauen. Was war denn Kannibale? Nein. Kanni. Ich hab kein Kannibale. Wäh? Hast du hier Kannibale? Wäh? Ach, der konnte gar nicht Kannibale. Du kannst Kannibale. Wahrscheinlich, ne? Der hat was anderes gemacht. Ne, warte. Du bist hier der Kannibale. Wartet. Ja. Kannibale und Isomupse whatever. So, du... Ja. Ja, wohl. Schau mal hin. Zauber? Finde ich toll. Seidenheim ist Quatsch. Armwolf ist Quatsch. Zipfelmütze. Auf der anderen Seite ist beides Quatsch. Dein Filzhut ist schon gut. Da haben wir... Ja, da fehlt uns der... Oh, wir hätten einen Gletscherstock jetzt. Ja. Schade. Ich hätte gern den Gletscherstock. Ja. Kann es ja nur nicht mehr ändern, ne? So, Level Up brauchen wir hier noch. Bronzefäustlinge sind Quatsch. Bronzerüstung aber. Die nehmen wir mal. Und, achso. Nee, hier. So, was bedeutet jetzt nochmal dieses blöde Kannibale? Halt hier. Ach, fügt Humanoiden immensen Schaden zu. Wir haben hier gar keine Humanoide. Haben wir noch irgendwas? Geld und Leben. Ja, das ist eigentlich recht nett. Verhindert Schlaf. Brauchen wir eigentlich jetzt alles nicht. Dann mach lieber mal hier Kannibale. Ne? Und... Du hast ja nichts. Soweit ich das noch in Erinnerung habe. Und du... Du bist eigentlich auch. Was heißt denn eigentlich dumm? Achso, fliegende Monster. Ja, wer weiß das schon. Humanoiden. Haben wir hier fliegende Monster? Ja, nicht. Sphäre der Licht. Findet blind. Haut den Lukas. Ja, nee. Brauchen wir bei dir nicht, mein Freund. Du hast ja keine. Na, das weiß ich ja nicht. Verhindert Stein, verhindert Gift. Ich kann das gar nicht sagen. Müssen wir dann sehen, welche Monsterarten uns begegnen. Jo, dann werde ich... Achso, ich wollte euch noch zeigen, ne? Hier, schaut mal hin. Da ist irgendein... Ein wirblicher Wirbelsturm. Keine Ahnung, was das ist. Sollen wir da rein? Keine Chance. Der Sandwirbelsturm ist einfach zu stark. Mache ich noch einen Kampf mit euch, wenn ich schon mal hier bin. Kommt. Seid nicht so. Ich glaube, wir müssen durch das Tor hier. Da war doch irgend so ein Tor. Mal schauen, was uns entgegenschwappt. Aha. Ja, die kennen wir. Die kennen wir. Und
Feuer. Und Angriff. Und Sprung. Und Clown. Zack. Oh, der hat gut durch. Oh, ja, ja, ja. Ja, mach mal, spar mal ein bisschen Magie. Diebstahl fehlgeschlagen. Mist. Mist. Warum? War... Ach, Diebstahl schon wieder fehlgeschlagen. Was ist denn mit dir? Warum? Oh, cool ist die Waffe, ne? Hm. Schade. Ich bräuchte noch ein paar High Potions. Immer noch kein Levelaufstieg. Muss euch mal das neue Monster hier zeigen. Ein Jedi-Fresser. Wartet mal, dann könnten wir hier... Was macht der? Eis. Ja, dann Feuer. Müssen wir hier mal wieder versuchen... Oh, Eisra? Geschleppt. Wait a moment, please. Feuer? Müsste doch eigentlich gegen Eis ganz gut kommen, oder ne? So, versuch mal zu fressen. Klappt zwar nicht, aber... Wer weiß schon. So, Vivi müsste auch ein... Wie? Bräuchte es eine kleine Potion. Schaffst du's? Muss schwächer werden, Mist. Ja, zwei hier stehen zu lassen ist natürlich echt doof. Mach mal einen Angriff auf die Jedi-Fresse. So, du springst weiter. Und? Tot? Nee. Versuch nochmal jetzt. Dein Glück. Mach du nochmal hier auf ihn. Nee, du klaust mal nicht, sondern greifst ihn hier drüben an. Oh, das war... Puh, hoffentlich kommt der davor nicht runter. Nein! Mist. Kommt runter. Sag mal, eins wäre ja nochmal interessant. Was ist denn eigentlich das hier? Moment. Der Wind, er hat es mir verraten. Der Geruch vom Verbrannten und der Geruch vom Blut. Hinter den Mauern spüre ich den Rausch des Triumphes. Gerade frisch vom Krieg heimgekehrter Soldaten. Hier riecht es aber komisch, Mumpf. Das verheißt gar nichts Gutes. Mumpf, Mumpf, Mumpf. Aber, die Blumen. Die Blumen riechen gut. Mumpf, Mumpf, Mumpf. Aus seinem natürlichen Verhalten kann unser eins noch lernen ziehen. Tja, da wäre ich mir aber nicht so sicher, ob man was von ihm lernen kann. Wäre ich zu meinen Gefühlen so ehrlich wie der werte Quina, dann täte ich jetzt sicher... Zidane, diese Blume hier, sie schmeckt ausgezeichnet. Mumpf, mumpf, mumpf. Siehste? Nein, der Schein, er trübt sicherlich. Uns läuft die Zeit nämlich davon. Lass uns gehen. Bometia ist nicht mehr weit. Ja, nee. Pass auf, wir nehmen die zwei Truhen hier mit. Und ich muss wenigstens noch ein Level, habe ich gesagt. Oh, High Potion ist gut. Ich habe gesagt, ein Level. Aber wieso eigentlich, wenn da drüben Bometia dran steht? Ach so. Ach, hier geht's gar nicht weiter. Okay. Okay. Ach,
das ist nur ein Dorf. Ihr, na, was heißt nur? Ah, okay. Ne, dann ist alles in Ordnung. So, ich bin nämlich immer noch kein Level aufgestiegen. Also, nicht so. Wir probieren es nochmal. Also ich glaube, das geht ganz gut hier mit den Einstellungen. Ich habe es ja wieder ein bisschen schneller gestellt mit dem ATB, ne? Und... ungenießbar. Na dann nicht. Dun, 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 dun. Okay. Ach so, wir speichern ja noch. So, jeder unserer Recken ist ein Level aufgestiegen. Dann denke ich, können wir rein nach Promethea, ne? Das ist also das Heimatland von Freya. Hm. Hey, Freya, komm schon, beeil dich. Hm. 5 Jahre. 5 Jahre schon, seit ich meine Heimat verließ. Doch, in meinen Träumen, ich konnte sie nie vergessen. Keine Nacht, in der ich nicht von ihr träumte. Ich bin zu Hause. Auch ich habe mich seit damals gewandelt, verändert. Und nun ist die Zeit gekommen, in der meine Fähigkeiten als Drachenretterin auf die Probe gestellt werden sollen. Auch ich werde alles geben. Ich auch. Ich auch. Mumps, Mumps, Mumps. Gut, dann lasst uns gehen. Promethea, Reich des ewigen Regens. Aber was zu tun bin ich denn wirklich imstande? Aber sich darüber den Kopf zu zerbrechen, dafür ist es jetzt zu spät. Na los. Puh. So. Ei. Tja, hier ist alles hinüber. Halt. Eieiei. Sind die tot oder nur bewusstlos? Ja. Man hofft immer das Beste, ne? Sie haben kein Wort. Ach, hier gibt es Zufallskämpfe. Okay. Keine Ahnung, wie stark die hier sind. Ei, der sieht übel aus. Ui, ui, ui. Was bist denn du für einer? Ich glaube mal kurz. High Poison ist gut. Ne, wartet mal. Ich mach mal diesen Deflektorschild. Ich habe keine Ahnung. Ich versuch's mal mit Eis. Wie wär's? Und? Hat das jetzt gewirkt? Oh, Gips! Gips ist schlecht. Bist du jetzt vergipst? Ne? Bist geschützt. Ach, du bist ja geschützt. Genau. Aber wir müssen hier also... Wir schauen gleich mal in die Einstellung, dass wir Gips schützen. Nein, ich wollte noch... Oh, also Eis ist wirksam. Eis ist recht wirksam. Wopsidu. Also gut. Warte, wir stellen einmal um. Das sollten wir vielleicht machen. Nee, bei Abilities. Bei Abilities. So, gib hier. Götterspeise 4, dann nehmen wir das Gift weg. Okay. Ja, du kannst nicht. Freya, hast du auch sowas? Hast du auch eine Götterspeise? Du hast keine Götterspeise. Warum hast du keine Götterspeise? Na, dann nicht. So, wir... ändern. Wir können weiter. Schon wieder ihr, sag ich. Wirklich ein lästiges Pack, sag ich. Seid ihr bereit zu sterben, sag ich. Seid ihr bereit zu sterben, sag ich. Töten,
töten! Töten! Bibi! Es wäre doch auch cool, wenn der jetzt zum Beispiel, wenn Bibi jetzt zum Beispiel nicht angreifen könnte. Weil er einfach, was weiß ich, Gewissensbisse hat. Wäre doch was, oder? Mach mal Eis. Mach mal einen Sprung. Ja, fressen geht eh nicht. Dann mach mal einen Deflect. Ach, auf beide geht es. Ne, wir greifen mal den an hier. Vielleicht hat ja auch der Deflect was bewirkt, ne? Verfehlt, ist ja traumhaft. So, dann muss der trotzdem mal was... Der macht Eis. Ja, dann ist es egal, ne? Dann wirst du wahrscheinlich Feuer machen müssen. Aber egal. So, Angriff. Klau mal. Falls du noch klauen kannst. Hübsch. Das ist so süß, ne? So, klau mal. Oh, Phönixfeder ist toll. Aber Feuer müssen wir noch ertragen. Du mach mal jetzt so. Greif an, mein Freund. Okay, Drachenritterin, hast du perfekt gelöst. Toll gelöst. Täuschen ist immer gut. Ihr seid ja immer noch nicht tot. Das wird dieser Generälin aber gar nicht gefallen, sag ich. Was sagst du? Ah, genau. Und wenn die erstmal sauer ist, dann hab ich gar nichts mehr zu lachen, sag ich. Ist ja traurig. Dann gehen wir mal rauf, oder? Hier ist schon mal eine Goldnadel. Das ist, glaube ich, Goldnadel ist was gegen Gips und Stein. Eine Potion, okay, nehme ich gerne. Ja, die Frage ist... die Frage ist, ob wir hier rein müssen überhaupt. Ja, hier nehme ich... Oh, es sind zwei. Dann machen wir erstmal eine weg. Eine machen wir erstmal weg. Ich mache noch gar nicht so viel mit Vivi. Rumeiern. Ne, geh mal hier auf den Zweit. Oh, uiuiui. Ui, Zidane. Machst mir ein bisschen Angst. Zidane macht mir ein kleines bisschen Angst mit seiner... Mit seinem riesigen Schwert hier. Goldnadel geklaut. Ah, ne? Oh, und Vivian braucht... Warte mal, Vivian. Okay, dann machen wir es nachher. Wenn Freya hier unbedingt groß auftrumpfen will, ne? Die will natürlich hier retten. Die legt sich natürlich besonders ins Zeug. Ist natürlich blöd, dass wir hier... Lilly nicht dabei haben. Obwohl, ich habe mich an den Namen Lilly gut gewöhnt. Jetzt finde ich ihn wirklich schön. So, was haben wir denn hier? Ach, hier kommen wir gar nicht... Ja... Wie wollen wir dann an die Kisten kommen? Erklärt ihr uns das mal bitte? Moment. Ach, wartet mal hier rauf vielleicht. Halt! Achso, da unten liegt wieder einer. Ach, das sind die Klauer. Die Klauer, die müssen wir, glaube ich... Oh, ist ja noch ein Hinterhalt. Das sind die Klauer. Die müssen wir so schnell wie möglich niedermachen. Da, Hai Poison hat er uns geklaut. Weg. Was macht denn der? Der hat uns unser... Der hat uns einfach unser... Unsere MP von Quina. Und jetzt flüchten sie. Ist ja wohl eine Nummer.
Der darf noch mal einen Hammer machen. Und Gott sei Dank noch mal auf ihn. Warte mal, fressen. Ja, aber die zu fressen... Puh. Hat der uns unsere MP nach unten getrieben, ne? Ah, ich finde es schön hier. Da hat jeder so ein bisschen, jeder Gegner so ein bisschen eine andere... Okay, da lassen wir es, wie es ist. Hallo? Okay. Ja, ich hoffe mal, wir sind jetzt hier richtig. Huch! Hups! Nein, eine fressende Kiste! Haben wir jetzt wirklich eine fressende Kiste hier? Oh, tatsächlich. Ach, du grüne Neune! Jetzt... Was? Hilfe rufen? Ah, nicht so ein Ding hier wieder! Warte, da muss unser Willi mal mit ran. Du springst... Ach, nee! Nee. Nee, eigentlich nicht. Achso, du bist tot. Wow. Ach, du bist auch tot. Nee, dir hätte ich gern was geklaut aus deiner Kiste. Mist. Ich habe nie gedacht, dass die so schnell tot wären. Das habe ich nicht... Oh, zwei Äther sind immerhin besser als nix. Was denn eigentlich? Kommen wir hier rein? Ja. Das ist auch wieder so eine Glocke hier, ne? Ah, Moment. Ja, aber... Was? Moment. Ah! Puh! Ah, das war gut. Denn jetzt können wir hier rinder. Moment. Wartet mal. Das sind irgendwelche Stiefel. Holz? Auge. Ja, aber nicht unbedingt. Holzauge? Was soll denn Holzauge sein? HP plus 10%. Das finde ich total gut. Das ist super. Das ist mehr als super. HP mehr als... Wartet mal. Kannst du das gleich anlegen? Nee, nicht benutzen. Ach, du hast nur eins, ne? Und brauchst vier. Was müsstest du denn dann weglegen? Drachentöte wäre jetzt... So, warum nicht, ne? Wir sind keine Drachen. Dann lieber die HPs hoch. Momentan. Achso, wir müssen trotzdem mal schauen. Wenn du schon die HPs hoch machst. Okay. Du bist noch in Ordnung, du auch. Ja, wie kommen wir jetzt in die zweite Ebene? Mal schauen. Ja, hier kommen wir irgendwie... Hier brauchen wir wieder irgend so eine Glocke, ne? Ja, wir kommen hier durch? Ach so, gut. Ja, aber, ich habe gedacht, wir kommen durch die Tür hier. Wir müssen noch eine Ebene runter. Wie denn das? Da hinten geht es gar nicht weiter. Hm, das ist jetzt very strange. Ach so, halt, nee, hier sind wir doch richtig. Halt, nein, nicht hier durch. Warte, da können wir nachher hin. Hier. Oh, vielleicht schaffen wir es jetzt, was zu klauen aus der Tore. Wäre schön, wenn du nicht wieder so einen Klauer hier anschleppst. Blöde Kiste. Und? Warte, wir klauen trotzdem erstmal von ihm. Und wir... Zack. Was denn du?
What? Was machst denn du? Was hat denn der jetzt gemacht? Diebstahl fehlgeschlagen, Mist. Ach, hör doch auf! Doofes Viech. Was macht er denn jetzt? Ach so. Wartet, wartet, wartet. Probieren nochmal. Nee, halt Mimik. Könntest du umfallen? Wieso fällst du nicht um? Ah, Diebstahl fehlgeschlagen. Mist. Sag mal, klaut er uns Geld, oder? Warte mal, fressen mal den. Ah, wieder eine Peuschen. Kann man den nicht fressen? Ja, die Kiste wirst du wohl kaum fressen können. Und ist nicht genießbar. So, jetzt reicht's aber hier. Wenn du jetzt... Warte mal, jetzt machen wir einen Sprung drauf. Ja, dann... Dann ist einfach fehlgeschlagen. Interessiert's mich nicht mehr. Ich habe jetzt alles versucht. Was? Quina? Warum? Bist du tot? Wiss... Hä? Warum ist die... Warum ist die jetzt tot? Warum lebt die... Warum? Was ist denn jetzt los hier? Ey, ihr wollt mich jetzt verkackeiern, oder? Wieder eine Hai-Peuschen! Verdammt noch eins! Der hat uns jetzt drei Hai-Peuschen gestohlen! Auf dem Idiot! Ach, jetzt flüchtest du! Oh. Mist! Ja, das war ja der Kampf, war ja echt... Der war echt Mist. So, wir müssen erstmal aufhören für heute. Immerhin Level Up. Immerhin eine Hype-Peuschen hier. Ja, das ist ja traurig hier, oder? Mist, traurig. Obwohl, wir schauen mal, ob in der Kammer dort vielleicht, da könnten wir eine Zelt nehmen. Weil Vivis MP sind auch nicht gerade gut. Warte mal, wir schauen nochmal in die Kammer. Ist hier vielleicht ein Mokri? Nee. Dann müssen wir nochmal... Dann nützt alles nichts, ne? So. Gut. Ja, dann tschüss für heute. Ciao. Ciao.